Hallo liebe Skifans, ich stehe hier mit Ralf Kühlkamp, unserem Equipment-Experten und unser Dr. Ski, für eine neue Folge Dr. Ski erklärt. Diesmal widmen wir uns einem wirklich wichtigen, weil extrem sicherheitsrelevanten Thema, nämlich dem Thema Helm. Und zwar, wie sehe ich, ob ein Helm passt, welche Helmgröße habe ich, beziehungsweise beim Kauf, worauf muss ich achten? Also, es ist ganz wichtig, wir haben genauso kompliziert wie unser Fuß ist auch unser Kopf. Also es gibt tausend verschiedene Kopfformen und nicht jeder Helm passt auf jeden Kopf. Deshalb erstmal ausprobieren, wie sitzt der Helm im Großen und Ganzen. Aufsetzen, dann kommt das Zweite, beide Hände hinter den Kopf nehmen und Sie gehen jetzt als Verkäufer mal hin und gucken, ob Sie die Fingerspitzen bis zum Fingernagel unter den Helm schieben können. Funktioniert. So, dann ist der Helm erstmal von der Grundpassform richtig. Danach wird der Helm über ein Rädchen oder eine andere Verstellmöglichkeit angefasst. Und ohne ihn zu schließen, probiert man ihn einfach mal aus. Passt er, sitzt er und so weiter. Heißt, der Helm fällt nicht vom Kopf? Der darf nicht vom Kopf fallen. Der nicht verschlossen ist. Richtig. Also das heißt, sieht man schon mal, er ist nicht zu groß. Dadurch, dass ich wirklich die Hände hinter den Kopf nehme und nach vorne, den Helm nach vorne schiebe, kann ich schon mal das Ganze ausprobieren. Ja, dann kommt es eben nur noch darauf an, den Helm richtig verschließen zu können. Auch das ist wichtig, dass der Helm hier nicht zu locker gibt. Also das darf nicht hier vorne, sondern es sollte wirklich fest sitzen. Dafür muss ich vorher auch schon ein bisschen einstellen. Ja, und dann sitzt es eigentlich schon perfekt. Eine wichtige Frage, die denke ich mal auch sehr spannend oder entscheidend ist. Wie merke ich, dass ein Helm zu klein ist? Das merkt man am ehesten nachher beim Skifahren. Also wenn er viel zu klein ist, dann bleibt er oben auf dem Kopf hängen, da geht gar nichts dran vorbei. Aber beim Skifahren gibt es also sehr neuralgische Punkte. Das ist also gerade jetzt hier bei den Leuten, die zum Beispiel einen sehr langen Kopf haben, sind das diese beiden Punkte. Also wenn er hier drauf drückt, wird man auch schon nach ein paar Minuten merken, mit dem Helm kann ich nicht den ganzen Tag Skifahren gehen. Okay. Bei einem sehr breiten Kopf, bei einem sehr runden Kopf, merkt man hier im Schläfenbereich sofort die Schmerzen. Der Skihelm sollte wirklich beim Aufsetzen erstmal überall gut sitzen und nicht anecken. Durch die Anpassung, also über die Schraube oder über einen anderen Mechanismus, zieht er sich vernünftig an den Kopf ran. Und wie gesagt, wenn ich dieses gute Gefühl habe, dann habe ich schon mal eine gute Grundpassform. Trotzdem ist es ratsam, mindestens 3, 4, 5 verschiedene Helme aufzuprobieren, weil genau wie bei einem T-Shirt, bei einem Hut, bei einer Kappe, das ist immer wichtig, dass man sich wirklich drin wohlfühlt. Also wichtig, man kann zwar selbst anprobieren, aber am besten immer zum kompetenten Fachhändler gehen, sich einmal kurz beraten lassen. Der Service und die Beratung werden sich am Ende auszahlen und für maximalen Skigenuss sorgen. Viel Spaß!